Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar hier am Dienstag, dem 17. Mai. Nach dem Pfingstwochenende, nach dem Verlängerten, melde ich mich hier zurück und grüße Sie an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie gestern aktiv waren. Letztlich, das britische Pfund hat hier bereits gestern schon Bewegungen vollzogen und auch heute ist es hier nicht uninteressant unterwegs. Zudem auch der Yen hier heute wieder ein Stück schwächer reinkommt, überdies auch der Australdollar heute stark aufgrund Nachrichten in der Nacht, aber jetzt soll es vielmehr um das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar gehen und wir sehen hier insbesondere die starke Performance seit dem Wochenauftakt, hier in der vergangenen Woche schwach zurückgelaufen, jetzt kamen die Käufer insbesondere auch gestern und heute zurück, gestern gab es hier 82 Pips, heute schon 114, wir sind hier auch ein Stück weit über den Durchschnitt, der hier im Bereich 90 bis 95 Pips liegt. Also grundsätzlich ist die Luft raus, jedoch haben wir heute, und da müssen wir auf die News schauen, einiges hier an Inflationsdaten zu erwarten hier aus Great Britain. Das heißt, Inflationsdaten kommen hier rein, das ist immer wieder Musik für den Markt, immer wieder Musik auch für die Nachfrage nach Gütern und natürlich nach der generellen Verfassung des britischen Wirtschaftsraums. Insofern dürfte es heute hier auf jeden Fall noch Bewegung geben. In einer guten Stunde kommen die Nachrichten. Die Vorschusslorbeeren sind hier definitiv zu sehen, wenn wir hier auf das große Bild im Sinne des Wochencharts schauen. Wir erinnern hier nochmal an den 23.06. Also gut in einem Monat ist es soweit, die Abstimmung in Sachen Brexit oder nicht. Wird ganz spannend. Die Meinungen und die Quoten wanken und schwanken immer noch, aber letztlich wird es sehr, sehr interessant sein, wie es denn letztlich ausgeht. Im Vorfeld das britische Pfund seither gut unterwegs. Wir haben hier seit März insbesondere einen Aufwärtsimpuls, hier so eine Art inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation auch gesehen und nach dem letzten starken Ausflug hier in Richtung 1,48 fast gab es eine deutliche Korrektur. Und damals hatten wir das Pfund auch schon hier im Fokus mit der Annahme, es könnte ja direkt vom 38er Retracement weitergehen oder aber hier einen Touch dieser Trendlinie, einen Touch des 61er Levels geben. Wir sehen, die Verkaufskraft reichte nicht bis in diese Zone. Das wäre hier die interessanteste Buy-Zone gewesen. Ja, wir sehen vielmehr der Markt jetzt hier eben vorher schon angezogen. Und jetzt sind wir hier knapp vor oder an dem Hoch vom 12.05. Das ist ein sehr, sehr interessantes Level, denn de facto, wenn wir hier rausgehen, haben wir hier ein neues klassisches Mehrtageshoch und dann gibt es hier auf jeden Fall wieder Musik in Richtung weiter steigenden Preise. Allerdings, eben jetzt 10.30 Uhr, da kann das alles recht schnippig werden. Das heißt, das britische Pfund kann hier sehr, sehr volatil nach oben wie nach unten laufen. Insofern würde ich dennoch hier oben mal so eine Marke setzen, dass wenn wir hier insbesondere über 1,4530 roundabout rausziehen, dann haben wir hier auf jeden Fall Musik. Dann sind wir, wie gesagt, auf einem Mehrtageshoch und dann sieht es sehr, sehr gut aus, dass wir hier die letzten Hochs knapp bei 1,48 attackieren. Kommt heute, wie gesagt, aber eine Schwäche rein, dann kann es hier durchaus nochmal den Dip nach unten geben. Aber die Musik, die ist derzeit bullisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier dann eine große Umkehr wird. Eher sollte es vielmehr dazu führen, dass der Markt hier, wenn er denn konsolidiert auch da in Kürze aufgefangen werden könnte. Klar, kritisch ist es, wenn wir hier Preise unter 1,42 sehen. Das ist aktuell nicht vorstellbar, aber man soll ja niemals nie sagen. Das heißt, wenn wir hier eine stärkere Korrektur nach unten vollziehen, dann sieht es eher schwach aus. Aktuell aber am Horizont meines Erachtens nicht zu sehen. Für den heutigen Tag in Sachen News mal kurz hier die Wochentagsstärke. Wir sehen das Pfund ja ohnehin seit einiger Zeit im Abwärtsdrive. Das sieht man natürlich auch sehr deutlich hier an den Quoten. Wir haben gerade mal einen positiven Wochentag, das ist der Donnerstag, ansonsten hier alles sehr, sehr mau, obgleich der Donnerstag hier mit 57% sehr, sehr positiv daherkommt, sollte man sich auf jeden Fall merken. Heute technisch eigentlich relativ schwach unterwegs, aber mit der bisherigen Tageskerze würde ich mal hier die Flinte nicht ins Korn werfen. Es kann, wie gesagt, hier auch alles ganz schnell weiterlaufen, 10.30 Uhr erhöhte Volatilität mit Sicherheit angesagt. Gut. In dem Zusammenhang wären wir schon heute durch für das britische Pfund und morgen dürfen Sie sich auf den nächsten Blick auf eines der interessantesten Währungspaare freuen. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal schon Danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer und Tschüss.